Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, heute kommt das angekündigte Haushaltsfavoritenvideo von mir. Ich weiß, ganz, ganz viele warten schon sehr, sehr lange darauf. Ich muss immer wieder sagen, dass wenn ich sage, dass ich etwas für euch drehe, dann mache ich das natürlich auch. Aber ihr wisst, dass von mir im Durchschnitt zweimal in der Woche ein Video kommt, ja, wenn ich das jetzt alles so abdrehen müsste, wie ich das auf meiner Liste stehen habe, dann müsste ich für euch jeden Tag ein Video hochladen und das wäre ja dann auch ein bisschen viel, ne? So, egal, heute das Haushaltsfavoritenvideo. Ich habe sehr, 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 sehr viele Haushaltsfavoriten, da Putzen eine Leidenschaft von mir ist. Da kann man mich jetzt als krank abstempeln oder man kann es nachvollziehen, das ist jedem das Seine. Ich liebe es zu putzen, ich ja, räume dabei auch immer so ein bisschen meinen Kopf mit auf und finde es einfach schön, wenn alles glänzt und wenn alles sauber ist und wenn alles gut riecht. So, deswegen, also das ist heute, glaube ich, somit eins meiner liebsten Videos, die ich bis jetzt gedreht habe, da ja, ich mit einer absoluten Leidenschaft dabei bin. Ja? Also Beauty und Kosmetik, das natürlich auch, ganz klar. Aber ich beschäftige mich mit Beauty und Kosmetik natürlich nicht so wie mit dem Putzen. Ich bin den ganzen Tag am Putzen. Ich habe immer einen Staubwedel in der Hand oder auf dem Kopf. Ja? Also das ist jetzt mal heute ja, einfach so ein bisschen, um das Bild richtig darzustellen, weil ich habe mir ja ein Gesicht gemalt, ne, und die Fingernägel sind gemacht und bling bling und Ohrringe und ja, so sehe ich im alltäglichen Leben natürlich nicht aus, wenn ich hier mit meinem Staubwedel in der Gegend rumrenne, ne? Deswegen, also hier mal so ein bisschen, ja, sommerlich natürlich auch angehaucht, ja, in einem schönen Orange und ich würde sagen, wir hauen rein. Es ist wirklich viel. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Es kann auch sein, dass ich zwei Teile draus mache. Ja, dass in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, dass ich dann euch nochmal Favoriten von mir zeige. Heute gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. So, ich sitze in der Küche aus dem ganz einfachen Grund, weil hier, ja, das ist mein magischer Schrank. That is where the magic happens. Also hier habe ich meine ganzen Zauberprodukte drin. Natürlich auch überall ein bisschen im Haus verteilt. Die Dinge, die ich jetzt hier nicht drin habe, die habe ich hier stehen. Und ich würde auch sagen, wir fangen mit diesen Produkten dann erstmal an. Ich werde euch jetzt auch Sachen in die Kamera halten, die ihr so wahrscheinlich nicht in Deutschland bekommt. Aber ich habe ganz oft schon E-Mails bekommen, Nachrichten bekommen mit der Frage, Sandra, was kannst du empfehlen, wenn ich in die Staaten reise? Ja, oder was sollte mir jemand mitbringen? Da fangen wir ganz klar mit einem Produkt an. Das habe ich seit ein paar Wochen für mich entdeckt. Und zwar handelt es sich um die Wäsche. Ja, also mir ist es natürlich auch sehr wichtig, dass meine Wäsche frisch riecht, sauber riecht. Und in Deutschland hatte ich da seit Jahren meine perfekte Kombination. Ja, mein Lenor Weichspüler gibt es hier leider nicht. Die Weichspüler, die es hier gibt, die riechen sehr gut, aber aus irgendeinem Grund riecht die Wäsche hinten nach dem Waschen eben nicht so intensiv, wie ich es gewohnt bin. Jetzt habe ich etwas gefunden. Und zwar handelt es sich von Snuggle um diese Booster-Teile. Das sind Scent-Boosters, also Geruchsverstärker, die man sich einfach in die Waschtrommel mit hineinschmeißt. Da haben wir einmal die blaue Variante in der Richtung blaue Iris und dann mein neues Liebling hier in lila mit Lavendel. Ja, also ich zeige euch diese Teile mal. Die sind so groß, kommt in Plastik und diese Teile schmeißt ihr euch einfach in die Waschmaschine mit rein und oh, Leute, es riecht so, so, so toll. Meine Wäsche riecht jetzt wirklich richtig intensiv, sehr, sehr lange und also diese zwei, ich meine auch, dass es nur diese zwei gibt. An Geruchsrichtung, mehr habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, kommen mit 20 Stück, das seht ihr hier und die kosten bei uns 2,50 Dollar.
ganz tolles Produkt, wenn ihr jemanden kennt, der in die Staaten fliegt oder wenn ihr selbst in die Staaten fliegt und ihr seid so ein Wäscheopfer wie ich, ein Geruchsopfer, dann probiert diese Teile auf alle Fälle mal aus. Absolute Kaufempfehlung. Wir bleiben bei der Wäsche. Ihr kennt ja Trocknertücher, ja? Also gibt es in Deutschland von Lenor, die blauen, soweit ich weiß. Hier in den Staaten haben wir eine Auswahl, das ist nicht mehr feierlich. Also wie ich das erste Mal einkaufen war und stand vor den Trocknertüchern, ich war total überfordert. Mein Mann hatte dann diese hier für uns rausgesucht von Snuggle in der Geruchsrichtung. Weiße White Lavender and Sandalwood. Ja, also Sandelholz und weißer Lavendel. Der riecht wirklich, oder diese Teile riechen wirklich auch super, super frisch. Sie riechen sehr süß und ich muss sagen, nach einer Weile habe ich da so ein bisschen den Übergeruch bekommen. Ne? Also mir ist das Ganze zu viel geworden. Dann bin ich nochmal einkaufen gegangen. Stand mal wieder in der Wäscheabteilung und habe jetzt meinen absoluten Favoriten gefunden. Und zwar ist das von Essentials in der Geruchsrichtung Mountain Rain. Also ein sehr, sehr frischer Duft, ein sehr angenehmer Duft. Das sind einfach so kleine Tücher hier, die ihr euch in den Trockner mit reinschmeißt. Oh, sie riechen so fantastisch. Und mit diesen Tüchern kann man alles machen, ja? Also die könnt ihr euch in Schränke legen, wo ihr zum Beispiel Schuhe drin habt, wenn da jemand ein bisschen Käsefüße hat oder so, ne? Legt euch diese Teile rein und dann riecht euer Schrank wieder frisch. Ich habe diese Teile auch in meinem Kleiderschrank mit drin. Also jedes Mal, wenn ich meinen Schrank öffne, kommt mir da eine leckere Sommerbrise entgegen. Wirklich ganz, ganz toll und das sind für mich auch definitiv Produkte, die man sich anschauen sollte, wenn man in die Staaten fliegt. Ja? Also von Essentials, die kommen mit 144 Stück, das ist eine ganze Menge. Die haben, glaube ich, $3 gekostet und die von Snuggle, die kommen mit 70 Stück, die haben, glaube ich, ja, auch sowas, $2,50, $3, ne? Also ist wirklich kein Geld, es hebt sehr, sehr lange und es ist mehrseitig anwendbar. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wie gesagt, also für die Wäsche, für die Schränke, überall, wo man eben möchte, dass es frisch riecht. So, dann noch ein Produkt für die Wäsche und zwar ein Power Weiß Oxy Power mit, also von Denk mit DM. Das benutze ich immer für meine weiße Wäsche, da ja weiße Wäsche einfach die Angewohnheit hat, dass sie nach einer Weile grau wird. Natürlich bei weißer Wäsche auch, ja, ist es schwieriger, Flecken rauszubekommen und ich finde, mit diesem Produkt ist es ganz, ganz toll. Also da macht ihr euch einen Löffel, je nachdem wie dreckig eure Wäsche ist, wie groß die Ladung der Wäsche ist. Es kommt ein kleiner Schöpflöffel mit dazu, ja, da macht ihr euch dann entweder ein oder zwei Löffel in die Maschine mit rein und dann ganz normal mitwaschen und ich finde einfach, dass dadurch die Wäsche länger weiß bleibt und dass damit auch sehr, sehr viele Flecken rausgehen. Also, DM Denk mit ist ein 750 Gramm Pott. Ja, auch das habe ich mir damals in Deutschland gekauft, bevor wir hierher gezogen sind. Ne? Ist ja nicht so, dass es hier keine Weißmacher für Wäsche gibt, aber die Mutti ist mal wieder komplett durchgedreht und ich habe natürlich noch ein Backup davon. Ja. Kostet, ich glaube, 2,95 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, auf alle Fälle unter 3 Euro. Ich meine unter 3 Euro. So. Dann kommen wir zu einem Produkt, das ich hier gebraucht habe, wie wir in dieses Haus eingezogen sind. Also das Haus war ja alles andere als sauber. Es war alles andere wie mein Standard. Ja, also ich habe einfach einen gewissen Standard bei mir im Haus. Und was bei uns ganz schlimm war, waren die Abflüsse. Also die Abflüsse sind ganz, ganz schlecht abgelaufen und da habe ich ein super Mittel entdeckt und zwar Drano Max Gel. Ja, das Gel. Das ist wirklich
super. Also das entfernt alles. Es entfernt alte Haare, Shampoo- und Duschgelreste, Kalk, Fett, eben alles, was sich in den Abflüssen ansammelt, über die Wochen, über die Monate, bei uns wahrscheinlich über die Jahre. Ja? Also wir konnten hier nicht duschen, weil es ist kein Wasser abgelaufen. Es war ganz schlimm. Und auf jeden Fall habe ich Drano in Deutschland schon benutzt und war da auch sehr froh, wie ich hier in den Staaten Drano entdeckt habe. Das ist wirklich eine Gelflüssigkeit. Ich habe pro Ausfluss, nee, nicht Ausfluss, pro Rohr eine halbe Flasche reingekippt, habe das Ganze 30 Minuten einwirken lassen. Mit sehr viel heißem Wasser hinterhergespült, ja. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das ein Unterschied war. Ich habe die Dusche laufen lassen, mir ist das Wasser gerade so weggelaufen. Es war, ja, Himmel, ja. Also das geht für mich überhaupt nicht, dass ich mich in die Dusche stelle und das Wasser läuft nicht ab. Finde ich absolut eklig. Drano, absolutes, absolute Kaufempfehlung von mir für alle, die Probleme mit verstopften Rohren haben. So, dann noch ein Produkt, auch das bekommt ihr bei DM. Wenn ich euch da sage, wie viele Backups wir gekauft haben, Leute, ihr haltet mich für krank, ja? Ich weiß es ja selbst, aber es ist halt so. Ich habe mir diese Toilettentabs geholt, die euer Wasser in der Toilette blau färben. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach schöner, wenn ich ins Bad reinlaufe. Ja? Schatzilein lässt ja ganz gerne mal den Toilettendeckel oben. Da kriege ich ja schon wieder pantomimisches Herpes. Ja? Das mag ich ja überhaupt nicht. Wenn das jetzt dann aber der Fall ist und ich ins Bad reinlaufe, dann finde ich es einfach schöner, wenn das Wasser in der Toilette blau ist. Und dafür sind eben diese Teile da. Die macht ihr euch hinten in den Toilettenbehälter, öffnet die Kappe, legt ein Tablett rein, lasst das Ganze 30 Minuten stehen, also in der Zwischenzeit bitte nicht Lulu machen gehen und so, einfach mal stehen lassen. Ne? 30 Minuten warten, in der Zeit löst sich dieses Teil auf und jedes Mal danach, wenn ihr eure Toilette spült, habt ihr super sauber, nicht sauber, super blaues Wasser. Finde ich toll. Gibt es natürlich hier auf Hawaii auch, ja, aber jetzt einfach für euch von DM, die denkt mit WC, Wasserkasten, Tabletten, hygienische Frische bei jeder Spülung. Kosten, glaube ich, 99 Cent, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist also wirklich kein Preis. Hier hinten seht ihr dann auch, ne, dass man das eben hier einfach in den Toilettenkasten reinlegt und dann, ja, löst sich das Ganze auf. Also auch das ist bei mir etwas, darauf wollte ich nicht mehr verzichten. So, dann würde ich sagen, ja, machen wir mal hier unser magisches Fach auf, ja, weil hier geht es ja jetzt dann richtig los. Ich hoffe mal, ich hau euch nicht die Tür an den Kopf. Nee, so funktioniert das. Genau, dann machen wir weiter mit Düften. Ja, also es ist ja bei mir wirklich eine Krankheit. Bei mir muss alles gut riechen und gut duften. Dazu oder dafür gibt es jetzt natürlich verschiedene Fläschchen. Ja, ich zeige euch jetzt nur mal drei, weil bei mir auch die Fläschchen in Kategorien aufgeteilt sind. Also es gibt einmal die Kategorie, ich gehe gleich schlafen. Ich möchte, dass mein Kopfkissen gut riecht. Und dann handelt es sich von Febreze um dieses Sleep Beauty, das fantastisch nach Lavendel riecht. Ja, also wie gesagt, auf Lavendelgeruch muss man natürlich stehen. Ich liebe es. Aber auch das ist mittlerweile ein Favorit von mir geworden. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Pulle mittlerweile schon nachgekauft habe. Sprühe ich 10, 15 Minuten, bevor ich ins Bett gehe, sprühe ich das Bett mal kurz ein, lasse das Ganze eintrocknen und wenn wir uns dann hinlegen, dann riecht das Bett einfach fantastisch gut. Gibt es mittlerweile auch, soweit ich weiß, in Deutschland. Guckt euch das auf alle Fälle mal an. So, dann gibt es eine Flasche bei mir, die ist dafür da, ja, wenn jemand in die Schüssel gebollert hat und ich möchte, dass das Ganze gut riecht. Da auch wieder von Febreze. Und zwar Linen and Sky. Das riecht wirklich sehr, sehr frisch, sehr, sehr sauber. Ich mag keine fruchtigen oder süßen Düfte bei mir im Badezimmer. Ja, wenn man mal auf Toilette war, ich finde, das macht den Geruch einfach schlimmer. Dieses Teil hier ist
sagenhaft gut. Also man geht auf Toilette, sprüht und das Badezimmer riecht wieder frisch und sauber. Also genau so, wie es sein muss. Auch dieses Produkt schon mehrere Male nachgekauft, möchte ich nicht mehr drauf verzichten. So, dann natürlich nochmal ein Sprayteil, einfach in der Kategorie, ich möchte, dass mein Haus gut duftet. Und zwar von Airwick, das 4 in 1 in der Geruchsrichtung Magnolia und Kirschblume. Leute, oh, der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es diese Geruchsrichtung bei euch gibt. Wenn ja, haltet auf alle Fälle mal den Riechkolben dran. Es ist ein Wahnsinnsduft. Er riecht so frisch und so sauber, also wirklich wie eine, ja, wie ein Feld voller Blumen und oh, ganz, ganz toller Duft. Und diese Teile sind bei uns sehr, sehr günstig, da die bei uns, glaube ich, nur 90 Cent kosten. Also auf alle Fälle unter 1 Dollar. Und da hatte ich jetzt auch schon mehrere hier, aber dieses Magnolie und Kirschblüte ist momentan mein absoluter Favorite. So, also das jetzt mal soweit zu den Gerüchen, ja, meine ganzen Airwick-Teile, Duftstecker und automatischen Geräte, die brauche ich euch jetzt nicht zeigen, das kennt ihr mittlerweile von mir und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Produkt. Es handelt sich von Dr. Beckmann um den Putzstein. Reinigt, poliert, konserviert in einem Arbeitsgang mit Abperleffekt ultra stark. Dieses Teil bekommt ihr auf alle Fälle im DM, denn auch ich habe es im DM gekauft. Das ist jetzt mein momentanes, was ich momentan in Verwendung habe. Es kommt mit einem Schwämmchen. So sieht das Ganze mittlerweile bei mir aus. Ich habe nicht mehr viel, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn Mutti hat natürlich Backups. Ja, wie sollte es anders sein? Also, wenn ich davon 2 Backups habe und das eine hier natürlich fast aufgebraucht ist, seht ihr, dass es ein absoluter Favorit von mir ist. Ich liebe dieses Teil. Ich liebe auch den Geruch davon. Es riecht so sauber und so frisch. Was ihr damit macht, ihr nehmt euch diesen Schwamm, macht diesen Schwamm nass, geht dann in diesen Putzstein rein, reibt mit dem Schwamm auf diesen Putzstein rum, bis ihr eben genug Produkt an dem Schwamm habt und dann könnt ihr anfangen loszulegen. Ja? Ihr könnt Badewannen, Toiletten, Ablagen, Spülbecken, alles könnt ihr mit diesem Teil sauber machen. Ich guck mal, ob hier so vielseitig und kraftvoll, ja. Also hier hinten seht ihr dann auch, ne? Also es ist für Gartenmöbel und für Öfen und für Fenster und Fensterrahmen. Es ist wirklich für alles geeignet. Dieses Teil hat mir mein Leben gerettet, wie wir in dieses Haus eingezogen sind. Ich hatte so, so viele Stellen, ja, wo ich mit Wasser und Seife einfach nicht weitergekommen bin. Und dann habe ich dieses Teil rausgeholt und damit ist wirklich alles weggegangen. Der absolute Knaller ist, gerade wenn ihr eure Waschbecken, eure Duschen und so damit sauber macht, es hat wirklich einen Abperleffekt. Dadurch kalkt oder ihr habt einfach weniger Kalkflecken auf euren, ja, oder auch Armaturen, ja, Armaturen auch. Also wie gesagt, ihr könnt damit wirklich alles sauber machen. Dieses Teil kommt mit 400 Gramm. Es ist jetzt immer noch mein erster Pot, seit wir hier in Hawaii angekommen sind. Und ich benutze es sehr, sehr regelmäßig. Also es ist wirklich sehr ergiebig. Und das Ganze kostet 3,95 Euro. Absolute Kaufempfehlung von mir. Ganz, ganz toll. Wollte ich nicht mehr drauf verzichten. Und das wäre auch definitiv ein Produkt, wo ich Mama mal schnell zum DM schicken würde, ja, und sagen würde, schick mir das mal, weil ich habe so etwas hier auf Hawaii jetzt noch nicht gefunden und es ist wirklich sehr, sehr effektiv. Ne? Also, Dr. Beckmann Putzstein braucht man. So, dann ein weiteres Produkt, auf das ich nicht mehr verzichten wollte, was mir auch schon, ach, schläft mir hier dahinter ein, sorry, auf das ich nicht mehr verzichten wollte. Ein bisschen hoch. Und zwar von Meister Propper, also bei euch heißt er Meister Propper, bei uns heißt er Mr. Clean. Das sind diese Magic Eraser Teile. Habe ich da noch einen offen? Ich guck mal.
Nee. Also das Teil ist zu, das mache ich jetzt mal für euch auf. Das sind Schwämme. Damit bekommt ihr alles weg, ja? Flecken an den Wänden, Flecken auf dem Boden. Ich putze auch sehr, sehr gerne meine Küche damit. Ihr macht dieses Teil nass und im nassen Zustand bekommt ihr Flecken damit weg, ja? An Wänden, wo man wirklich schon gedacht hat, oh, da muss man vielleicht streichen oder das sieht aber nicht gut aus. Probiert diese Teile mal aus. Die gibt es auch von Profissimo, also von der Eigenmarke von DM. Das sind die ganzen, da ist das Ganze dann natürlich noch ein bisschen günstiger. Bekommt ihr, glaube ich, in einem Viererpack für 1,95 Euro. Ich habe mir hier jetzt von Meister Propper eben die geholt. Die sind wirklich sehr gut. Die lösen sich komplett auf, ja? Also, umso mehr ihr damit arbeitet, umso mehr lösen die sich auf und irgendwann habt ihr nur noch so ein kleines Pöppelchen, womit ihr natürlich nichts mehr anfangen könnt. Und dann wisst ihr, okay, jetzt ist Zeit, das Teil zu entsorgen, wegzuschmeißen. Ganz, ganz tolles Produkt zum Schuhe sauber machen, ja? Also mein Mann mit seinen Stiefeln für seine Uniform oder mit seinen Turnschuhen, wenn er Sport hat, da sind manchmal Grasflecken drauf oder, ja, die muss man ja dann nicht extra in die Waschmaschine schmeißen. Schwämmchen nass machen, Schuhe sauber machen, die sehen wieder wie aus wie neu und ich finde, das ist absolut kein Preis dafür. Also auch hier, ja, diese Magic Sponges, absolute Kaufempfehlung, wenn ihr diese Teile noch nicht kennt. Ganz wichtig, nass machen, ja, also im trockenen Zustand tun die gar nichts, aber nass, absoluter Brüller. So, dann noch ein Duftprodukt, ich habe es vergessen, und zwar für meine Couch, also alles, was mit Textilien zu tun hat, wo man jetzt nicht so mal schnell in die Waschmaschine schmeißen kann. Auch hier nochmal von Febreze. Hier in der Geruchsrichtung Frühling. Ja, also das benutze ich sehr, sehr gerne, um, wir haben hier so ein paar, ja, kleine Teppiche auf dem Boden, ja, einfach um die ein bisschen einzusprühen. Ich meine, ich habe einen Hund, ich habe eine Katze, die liegen da ja dann auch immer gerne. Meine Kissen auf der Couch, meine Couch selbst. Also damit wirklich großzügig einsprühen, einziehen lassen, trocknen lassen und dann riecht eben eure Couch wieder frisch oder Vorhänge zum Beispiel auch. Also bei Vorhängen funktioniert das auch. Einwandfrei einsprühen und dann riechen sie einfach wieder ein bisschen frischer. Ne? Gerade in Wohnungen, wo geraucht wird oder Tiere. Ne? Es ist einfach so. Also auch das ist ein Produkt, wie ihr seht, es ist fast leer. Ist, glaube ich, schon meine 6. oder 7. Pulle. Da bleibe ich jetzt nicht immer bei diesem Geruch. Also auch da haben wir eine sehr, sehr große Auswahl, was dieses Produkt angeht. Es gibt mittlerweile auch eins mit Kokos, wenn ich das richtig gesehen habe. Da weiß ich nicht, ob mir Schatzelein eventuell den Kopf abreißt, weil bei uns riecht ja mittlerweile alles nach Kokos. Aber er ist ja noch nicht da, ne? Er ist ja noch in der Schule und vielleicht werde ich das in der Zeit einfach mal ausprobieren. Ja. So. Dann definitiv ein Produkt, auch das erhaltet ihr in Deutschland, Kalkreiniger, ja, von Denk mit. Dieses Produkt, Wahnsinn, kommt mit 500 Millilitern, kostet 99 Cent, also unter einem Euro. Naja, hat es zumindest noch gekostet, wie ich in Deutschland war. Und damit bekommt ihr wirklich alle Kalkflecken weg. Ich hatte hier wirklich sehr verkalkte Armaturen und Spülbecken, habe das Ganze damit eingesprüht. Ja, das kommt hier vorne mit so einem kleinen Köpfchen. Zack, einmal in das Waschbecken, habe es auch wirklich eine Weile einwirken lassen. Hinterher bin ich dann mit meinem Zauberschwamm drüber und meine Kalkflecken waren weg. Also Kalk ist für mich etwas... Es sieht nicht schön aus, ich habe ein Problem damit und natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich noch ein Backup. Ne? Also auch hierüber brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Denk mit, Kalkreiniger, ganz tolles Produkt. So, dann ein Produkt, darauf kann ich nicht verzichten. Also mir ist es extrem wichtig, dass bei uns auch alles ja, sauber gemacht und gleichzeitig desinfiziert ist. Wie gesagt, ich habe Tiere zu Hause, ja. Ich muss mit meinem Hund am Tag mehrere Male raus. Wer weiß, was der mir in die Wohnung schleppt.
Von daher Lysol, diese Desinfektionstücher hier mit Limonen- und Zitronengeruch. Das sind einfach Tücher, die sehen so aus, ja, nichts Besonderes. Die sind einfach in einer Feuchtigkeit getränkt. Und damit kann man eben alles abwischen, sauber machen und es ist gleichzeitig desinfiziert zu 99,9%. Ist mir sehr wichtig. Diese Teile kaufe ich, glaube ich, einmal in der Woche nach, weil ja, die gehen bei uns weg wie warme Semmeln. Egal, was ich anlange, zack, einmal drüber. Sie riechen sehr frisch und sehr angenehm. Ja, also Limone, Zitrone ist ja normalerweise so ein bisschen Toilettengeruch, ne? Hier gar nicht, es riecht wirklich wie eine aufgeschnittene Zitrone. Und also hier oben steht auch drauf, kills cold and flu viruses, tötet Erkältungs- und Grippenviren. Ja, also ganz tolles Produkt, kann ich nicht mehr drauf verzichten. Wie gesagt, wird bei mir einmal in der Woche auf alle Fälle nachgekauft. Kommt mit 35 Tüchern und kostet, glaube ich, $2,50. Ja, also mehr auf keinen Fall. So, dann, was könnte ich euch noch zeigen? Ah ja, definitiv für unsere dunklen Möbel, dieses Old English Holz, Holzbeschützungsspray. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja? Also gerade für unsere dunklen Möbel, ihr seht es ja hier hinten in der Küche. Ja, also da finde ich, sollte man ab und zu schon mal mit so einem Holzwachs drüber. Einfach, weil das Holz dann länger schön aussieht. Es hat einen gewissen Glanz und es ist auch abweisender, was Dreck und was Staub angeht, ja. Also das benutze ich für die Küche und auch oben für unser Schlafzimmer. Im Schlafzimmer haben wir ja schwarze Möbel und da kommt es dann ja so einmal in der Woche. Alle 10, 14 Tage, je nachdem, wie ich auch dran denke, kommt es dran. Einsprühen, mit einem Mikrofasertuch abreiben, also auch wirklich sofort abreiben, weil sonst habt ihr Flecken, die ihr nicht mehr so leicht wegbekommt und das sieht ja dann auch nicht schön aus. Aber für dunkle Möbel, wenn es euch da wichtig ist, dass die einen gewissen Glanz haben, definitiv dieses Produkt, auch das gibt es in Deutschland. So, dann kommen wir zu zwei Produkten, ja, was mein Boden angeht oder so generell zum Saubermachen, ja? Also bei euch gibt es ja Meister Propper Bergfrühling. Oh, kennt ihr Meister Propper Bergfrühling? Leute, gibt's ja leider nicht. Ich könnte heulen, habe ich geliebt in Deutschland, um mir da, um damit meine Fußböden sauber zu machen. Ich habe es hier leider noch nicht gesehen. Ich habe für mich jetzt aber eine Alternative gefunden und zwar von Fabuloso. Das ist diese Flasche, die habe ich mir jetzt neu gekauft. Das ist die Variante, die ich davor immer hatte, in Lila. Das riecht nach Lavendel. Wie soll es anders sein? Ja? Oh, Leute, das riecht so gut. Wenn ich dieses Produkt benutze, um meine Fußböden sauber zu machen, muss ich immer an meine Mama denken, die, wie sie hier war. Sie saß draußen, ich war bei mir im Haus und habe meine Fußböden sauber gemacht und wie sie reinkam, meinte sie so, oh, was riecht denn hier so gut? Ja, also das ist wirklich ein Produkt, es lässt euer Haus wunderbar riechen, sehr, sehr lange riechen und einfach jetzt mal, um etwas Neues auszuprobieren, habe ich die gleiche Flasche, also die gleiche Marke, nochmal, aber jetzt in Blau und zwar in der Geruchsrichtung Spring Fresh, also Frühlingsfrische. Und Leute, das riecht so, so toll. Oh, also das könnte man sich ja schon fast ins Badewasser kippen, ne? So angenehm, so sauber riecht es. Also das sind definitiv zwei Produkte, ja, also wenn jemand mal in die Staaten reist und er braucht ein Fußmittel. Ein Fußbodenreinigungsmittel. Guckt euch diese Teile mal an. Sie kommen mit, steht nicht drauf, 1,75 Quarters. Ja, also da ist schon einiges drin und es hat nicht mal 3 Dollar gekostet. Ne? Und der Geruch, Leute, und ich benutze es aber nicht nur, um meine Fußböden sauber zu machen. Nein, ich habe ja hier überall im Haus, anstatt Vorhängen, haben wir ja diese Lamellen. Heißen die Lamellen? Ich meine, also diese
nicht Vorhänge. Wartet, ich zeig's euch. Moment. So, könnt ihr es erkennen? Diese Teile, ne? Hier am Fenster. Und ich hatte euch ja schon mitgeteilt, so, dass wir momentan sehr viele Fliegen haben, ja, und diese Fliegen, die scheißen und kacken mir hier alles zu. Da nehme ich dieses Produkt ins Wasser rein, ja, Putzeimer und dann die Teile abgerieben. Euer Haus riecht sauber, es riecht frisch, es macht alles sauber und ja, deswegen, also definitiv auch eine Kaufempfehlung von mir. So, dann, was haben wir noch? Oh ja, definitiv dieses Teilchen. Leute, ich hoffe, dass es das in Deutschland gibt. Von Kaboom. Das ist ein Schaum, ein blauer Schaum, den ihr im Badezimmer, in der Küche anwenden könnt. Ja, also ihr sprüht eure Badewanne damit ein, eure Dusche, Waschbecken. Das ist ein blauer Schaum, kommt in so, mit so einem Sprühkopf. Und nach einer Zeit verändert dieser Schaum seine Farbe. Also er wird von blau zu weiß und in dem Moment, wie alles weiß ist, hat dieses Teil seine Arbeit erfüllt. Es hat den Schmutz, den Fett, das Fett gelöst und ihr könnt einfach nur noch mit einem, mal wieder, ja, mit so einem Zauberschwamm hinterher und euer Badezimmer und eure Küche ist sauber. Auch dieses Teil sorgt dafür, dass es wasserabweisend ist, was natürlich sehr gut ist, wenn man duschen geht, ja, dass man nicht jeden Tag die Dusche sauber machen muss, dass das Ganze natürlich ein bisschen länger hält. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Ich habe so etwas in Deutschland noch nicht gesehen, wobei ich kenne ja auch nicht alles, ja. Vielleicht gibt es das mittlerweile, jetzt nicht von Kaboom, aber von irgendeiner anderen Marke. Ganz tolles Produkt. Wenn nicht, guckt mal Amazon oder so, ob ihr da irgendwie drankommt, weil das erleichtert wirklich euer Leben. OxyClean, Reinigungseffekt, ja, also es löst wirklich alles. Aufsprühen, zack, es ist alles blau. Ihr müsst auch nicht Angst haben, wenn ihr da was an die Tapete bekommt oder so. Wie gesagt, der Schaum verwandelt sich in weißen Schaum, man sieht es nicht mehr. Also ihr braucht keine Angst haben, dass sich irgendwie eure Tapeten verfärben. Nein, man kann es wirklich ganz einfach und leicht abreiben. Kommt mit 538 Gramm und hat 3 Dollar gekostet. Ne? Genau, also Spülbecken, Dusche, Badewanne. Ist wirklich für alles geeignet und auch das ist ein Produkt, wollte ich nicht mehr drauf verzichten. So, dann, ja, jetzt noch eins, da denkt ihr euch ja, was will es denn jetzt? Mülltüten. Und zwar von Force Flex mit Febreze Duft. Das sind Mülltüten, die einen Geruch mit drin haben. Und zwar so einen leckeren, sauberen Geruch. Es ist natürlich wichtig bei Hitze, ja, dass man jeden Tag den Müll rausbringt, sonst hat man Ungeziefer und Maden und das wollen wir ja alles nicht. Und es ist aber natürlich nochmal der absolute Knaller, wenn man an den Mülleimer läuft und jedes Mal, wenn man etwas wegschmeißt, kommt einem dieser frische Duft entgegen. Also ich finde diese Teile wirklich ganz, ganz toll. Das sind einfach, ja, Müllbeutel. Was mir an diesen Müllbeuteln aber auch sehr gut gefällt, ist, dass sie sehr flexibel sind. Ja, sie sind wirklich sehr, sehr flexibel. Sie gehen mit. Wenn man was reinschmeißt, kennt ihr vielleicht selbst, dann fliegt manchmal die Mülltüte mit runter und das passiert euch nicht. Die Mülltüte ja, geht einfach mit und sie zieht sich noch so ein bisschen. Also auch das ist definitiv ein Produkt, wollte ich nicht mehr drauf verzichten. Kommt mit 34 Stück. Die sind sehr teuer im Gegensatz zu anderen Mülltüten. Die kosten, glaube ich, fast 5 Dollar. Aber ist es mir auf alle Fälle wert und habe es schon nachgekauft. Ja? Also hier steht auch drauf Febreze und dann Fresh Clean. Genau. So, die deutsche Variante dazu, günstige Variante, ist von Profissimo Zugband Müllbeutel mit Duft. Ja, also das waren die Müllbeutel, die ich in Deutschland verwendet habe. Und jetzt zeige ich euch mal was. Ja, also nur für die, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben.
Mutti ist krank. Ja? Also ich habe von allem Backups. So, also, da haben wir jetzt insgesamt 5 Stück. Ja. Ich habe oben aber auch nochmal 5 Stück. So, da wir jetzt seit 9 Monaten hier auf Hawaii leben und ich die auch sehr regelmäßig benutze, könnt ihr euch vielleicht ausmalen, wie viel Müllbeutel ich in Deutschland gekauft hatte. Ja, es ist absolut krank. Wie gesagt, ich stehe dazu. Ja, also diese Teile hier, wie gesagt, gibt es auch in verschiedenen Größen. Hier habe ich jetzt die 30 Liter, gibt es auch noch für Kosmetikeimer und für noch größere Mülleimer. Und die sind natürlich sehr günstig. Also da zahlt ihr keine 5 Dollar oder 5 Euro, ja, so wie ich jetzt hier. Aber die finde ich sehr gut und sie riechen sehr, sehr angenehm nach Zitrone. Nach frischer Zitrone und nicht nach Toilettenzitrone. So, und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch ein Produkt, denn auch das ist etwas, da verzichte oder möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Auch das bekommt ihr bei DM. Es handelt sich um diesen Staubwischer, ja. Ruckzuck kann man da mal über einen Tisch drüber oder über eine Ablage drüber. Zack, 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 zack. Es ist abgestaubt. Diese Teile könnt ihr einfach hier abziehen, wenn ihr seht, die sind dreckig. Wegschmeißen, die Nachfüllbehälter oder Nachfüllboxen bekommt ihr auch bei DM und da sind dann glaube ich immer 4 oder 5 Stück drin. Ich habe jetzt meine drüben im Kämmerchen, aber auch das hier ist definitiv ein Produkt, brauche ich, ja, erleichtert euer Leben definitiv, zack, zack, drüber gewischt, es ist entstaubt und ja, weiter geht die wilde Fahrt, ne? So, also das sind jetzt mal soweit meine liebsten Produkte. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber ich denke, das reicht jetzt auch erstmal. Sorry. Ich werde jetzt gucken, inwiefern euch das Video gefällt. Und wenn ihr daran weiterhin Interesse habt, dann werde ich in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten einfach nochmal meine neuen Haushaltsfavoriten zeigen. Vielleicht ist ja bis dahin was dazugekommen, man weiß es nicht. Ja, aber das jetzt mal so weit, ne? Genau. Ja, und, ach Gott. Moment, ich mache hier mal die Türe zu. Also, ein Produkt habe ich jetzt noch, wo ich dazu sagen muss, dass ich euch ja eigentlich ein bisschen angelogen habe, ne? Weil ich habe euch ja gesagt, dass ich hier keine Freunde habe und das stimmt ja nicht. Weil ich habe eine beste Freundin, die sogar bei mir im Haus mitlebt. Ja. Ich hole sie mal her. Müsst ihr kennenlernen. Mein Staubsauger. Ja. Darf ich vorstellen? Emilie. Tada. Ja, das ist Emilie. Das ist mein Staubsauger. Der heißt bei mir wirklich Emilie, ne? Mama, weißt du Bescheid? Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Heckmeck war, bis ich so einen Staubsauger gefunden hatte, ja? Also so einen Kanisterstaubsauger. Ich werde euch nicht sagen, was wir für dieses Teil bezahlt haben, weil ihr werdet von der Couch fallen, ihr werdet disorientiert in der Gegend rumlaufen für 3 Tage, weil ihr denkt, boah, also, ne, hier. Aber mir war es eben wichtig, so einen Staubsauger zu haben, weil man damit unter Betten kommt, unter Schränke kommt, unter meine Couch kommt, ja. Man bekommt hier verschiedene Aufsätze mit dazu, ja, war für mich ganz, ganz wichtig, wieder so einen Kanisterstaubsauger zu haben. Gibt es hier in den Staaten so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht warum. Dann haben wir einen gefunden von Miele, der Olympus, ja, Olympus. Und der hatte auch wirklich seinen Preis, aber der hat sich bei mir schon sowas von dermaßen ausgezahlt. Die Staubsaugerbeutel, ja, was wir dafür zahlen müssen, auch das wollt ihr nicht wissen, denn es ist absolut krank. Ich weiß nicht, warum das hier so teuer ist, aber ich kann mit diesen typisch amerikanischen Staubsaugern, ja, die ja
25 Teile haben, die man dann immer zusammensetzen muss und wieder nicht. Und ich kann damit nichts anfangen. Das ist mir zu unpraktisch. Ich brauche so ein Teil. Und ja, ich bin so froh, dass wir dieses Teil gefunden haben. Schatzelein und ich, wir waren einkaufen. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann waren wir bei Bed Bath & Beyond. Das ist ein Geschäft, da bekommt man eben alles fürs Haus. Ja, für die Küche, fürs Bad. Und ich laufe vorbei und ich sehe diesen Staubsauger. Ich habe einen Freudentanz in dem Laden aufgeführt. Ich lüge euch nicht an, das ist kein Witz. Bis ich dann den Preis gesehen habe. Und ja, auch Schatzelein ist ein bisschen käsig geworden. Ja, also auch ihm haben die Worte gefehlt. Aber wie er dann in meinem Gesicht gesehen hat, dass es doch besser wäre, wenn wir diesen Staubsauger mitnehmen. Ansonsten könnte es unangenehm werden. Habe ich ihn dann bekommen, ja, und deswegen, tada, ganz liebevoll ist sie von mir Emilie getauft worden, denn so ein wunderbares Teil, das sich so schön anhört und das so den Haushalt erleichtert, muss man einfach mit Liebe pflegen und natürlich hat sie auch einen Namen von mir bekommen, ja, mein Emilchen. Genau, also das ist mein Staubsauger, der steht jetzt auch hier, weil ich muss jetzt auch wirklich gleich durchsaugen und ich habe gedacht, so, ich lasse den jetzt einfach mal hier stehen. Ich stelle euch meine beste Freundin vor, ja, dann wisst ihr noch ein bisschen mehr von mir und genau. Dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen anfixen. Ja. Aufgabe für heute, erzählt mir mal euer liebstes Haushaltsprodukt, auf das ihr nicht mehr verzichten könnt oder verzichten wollt. Ja, das bitte in die Kommentare, finde ich immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie da die Meinungen auseinandergehen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!